So, servus, Grüezi und hallo allerseits. Ich bin's mal wieder, der Bruno, hier mit einem tollen Video auf Kicker eSport zu EA Sports FIFA 16. Ja, seit den letzten Wochen haben wir uns ja ein bisschen mit unterschiedlichen Teams beschäftigt. Wir haben uns auch mal mit einer bisschen defensiveren Taktik für Viererketten beschäftigt. Wir haben generell irgendwie ein paar Abwehrtaktiken besprochen. Und heute möchte ich euch mal wieder was zeigen aus meiner persönlichen Taktik-Trickkiste. Und zwar ist das eine Taktik, die man früher auch schon mal in FIFA gefunden hat. Jedenfalls so in der Art. Unter dem Decknamen Brechstange. Ja, das ist quasi eine Taktik, die ich euch vorstellen möchte, die ihr individuell einstellen müsst. Und zwar exakt dann, wenn ja, ihr eigentlich noch in den letzten Minuten einer Partie seid und relativ dringend ein Tor braucht. Ja, es ist quasi eine Taktik, die euch die Chancen eröffnen soll, möglichst viele Torchancen im Zweifelsfall zu kreieren und eben noch auch mit einem gewissen Risiko, wenn ihr es vorher eben nicht geschafft habt, irgendwie mit Druck zu Toren zu kommen, weil ihr die noch irgendwie am Ende einer Partie braucht. Ja. Es kann zum Beispiel auch 30 Minuten vor Schluss sein, das kann aber auch nur 10 Minuten vor Schluss sein. Es soll also eine Taktik sein, die euch ordentlich Druck mitgibt, um dem Gegner mal einen mitzugeben. So, dann gehen wir direkt mal rein und gucken uns, okay, wie könnten wir das aufbauen? Das lehnen wir ein bisschen an die Taktik lange Bälle. Der ein oder andere wird das ja vielleicht von euch schon mal kennen. Da ist seine Geschwindigkeit natürlich sehr, sehr schnell, denn wir müssen relativ schnell angreifen. Wir wollen eben viel Druck irgendwie auf den Gegner aufbauen. Auch lange Pässe sind da durchaus möglich. Vor allen Dingen eben lange Pässe, wobei wir das dann vielleicht noch so ein bisschen runterdrehen können. Das sagen wir dann mal auf 80, 90 ist nicht unbedingt so richtig gut für euch. Je nachdem, welche Taktik ihr natürlich verwendet. Wenn ihr zum Beispiel ein Team habt, das sehr, sehr viele Mittelfeldspieler hat, dann ist Passspiel vielleicht ein bisschen weiter runterzudrehen. Wenn ihr eher mit Stürmern spielt, zum Beispiel in 4-3-3 oder sowas, dann stellt ihr das Passspiel eher hoch. Chancenerarbeitung muss definitiv ein bisschen riskanter sein. Da würde ich sogar 80 empfehlen. Flanken sind natürlich nach wie vor auch in FIFA nicht so richtig gut. Deswegen eher 50. Schussverhalten häufig. Ja, wir wollen viele Chancen kreieren. Wir wollen häufig auf den Kasten bolzen. Da hauen wir durchaus mal eine 75 rein. Ansonsten das Positionsspiel muss auf beiden Seiten auf jeden Fall geordnet bleiben. Denn ja, alles, was ansonsten nicht geordnet ist, geht eher dazu, dass man dann versucht, die eigenen Spieler bei eigenem Ballbesitz zu unterstützen. Das heißt, die anderen Spieler, die jetzt gerade nicht im Ballbesitz sind von euch, wollen versuchen, sich irgendwie als Kurzpass Anspielstation oder sowas im Zweifelsfall anzubieten. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen die Spieler nach vorne verlagern. Wir wollen sagen, okay, lauft alle nach vorne, sobald wir den Ball haben, und wir schlagen das Ding nach vorne. Und dann versuchen wir dringend Chancen zu machen, eben Tore mit der Brechstange zu erzwingen. Was wir ansonsten machen können, ist auf jeden Fall den Druck mal ordentlich hochdrehen. Druck 100 ist absolut mein Shit. Kennen auch wahrscheinlich schon so ein oder andere Leute. Und wir versuchen dann auch relativ früh zu doppeln, denn wir wollen dann den Ballbesitz recht früh für uns haben. Abschirmen müssen wir nicht unbedingt machen. Abseitsfalle verschieben ist relativ wichtig, dass wir das eher unter 50 drehen. Denn wenn wir versuchen, ein relativ hohes Pressing zu spielen, bietet es sich eher an, im Zweifelsfall noch ein bisschen kompakter zu stehen, als jetzt im Zweifelsfall eher statisch zu verteidigen. Das ist das, was man irgendwie im Deutschen kennt. Wenn man das eben aufs Englisch übersetzt, wird einem auch klar, was Verschieben eigentlich bedeutet. Aber das habe ich ja schon mal erklärt, das ist also nicht ganz so wichtig. So, wenn ihr also relativ dringend Tore braucht am Ende einer Partie und euch sagt, oh Scheiße, wie kriege ich das nur irgendwie hin? Wie schaffe ich jetzt für mich irgendwie vernünftig Torchancen zu kreieren, den Gegner auch wieder unter Druck zu setzen, möglichst viel Ballbesitz zu haben und im Zweifelsfall eben die Chancen zu erzwingen, auch mit Glück. Natürlich gehört Glück auch immer in FIFA noch mit dazu. Dann ist das hier definitiv eure Möglichkeit. Schreibt euch das mal irgendwie so in etwa auf zum Beispiel. Wenn ihr das irgendwie nochmal wollt, dann geht ihr noch schnell in die Menüführung rein, baut euch diese individuelle Taktik zusammen und dann werdet ihr euren Gegner ganz schön unter Druck setzen in der letzten Minuten einer Partie und dann bekommt ihr auch hoffentlich die Tore. Natürlich müsst ihr die Chance dann noch nutzen, aber da vertraue ich euch mal. In dem Sinne, das wird euch sicherlich mal hin und wieder helfen können und bis nächste Woche. Danke, ciao.